Hä? Hallo aus dem Garten. Hier ist Movie Seeker. Und Mrs. Movie Seeker. Eigentlich ist es im Filmraum ja seit letzter Woche schon wieder kühl genug, um da zu drehen. Aber wir dachten, für das Thema dieses Videos sollten wir uns vielleicht noch nach draußen begeben. Vielleicht das letzte Mal dieses Kalenderjahr, dass wir draußen drehen können, so wie das Wetter sich entwickelt. Mal schauen. Aber es geht um die Sommerhighlights. Filme und Serien, die wir im Sommer so geschaut haben. Ich habe ja in letzter Zeit immer mal Filme, die ich nachgeholt habe, Videos gemacht. Das waren die Sachen, die ich so geschaut habe. Meistens physisch. Die Sachen, die wir heute besprechen, sind mehrheitlich im Stream gewesen, aber sind halt Sachen, die wir beide so im Sommer zusammen miteinander geguckt haben. Können wir deswegen nicht in die Kamera halten? Außerdem ist das Ganze ein bisschen Movie Magic, weil jetzt, wo das veröffentlicht wird, befinden wir uns eigentlich gerade auf der Filmbörse. Genau, wir sind eigentlich gar nicht hier. Aber wir haben dieses Video vorproduziert, weil wir wussten, dass wir auf der Filmbörse sein würden. Und deswegen, also ich und du fährst mich netterweise hin. Ja. Und weil das so sein wird, haben wir gedacht, wir schieben dieses Video dazwischen, damit ich am Tag der Filmbörse auch was habe, was ich in YouTube reinstellen kann. Also machen wir heute unsere Sommer-Highlights. Ja. Ja, womit fangen wir an? Wir haben ja doch einiges so geguckt. Ja. Und wir machen jetzt nicht jeden kleinen Fitzel, aber wir haben uns so die Highlights rausgepickt von den Sachen, die wir geguckt haben, die wir heute gern besprechen möchten. Aber auch nicht nur, wir waren im Sommer auch unterwegs, wir waren schwimmen, wir waren im Garten. Wir haben jede Menge pädagogisch wertvolle Sachen mit unserem Sohn gemacht. Natürlich, natürlich. Und zwischendurch auch noch ein paar Sachen geguckt. Mhm. So, aber womit fangen wir an? Also wir hatten so eine Phase, wo wir was geguckt hatten, was wir überhaupt nicht geplant und auch nicht irgendwie niemals vorhatten. Und dann stolperten wir da so drüber. Und zwar haben wir schon länger so drüber nachgedacht über Les Miserables, das Musical. Das ich nie geschaut habe. Und nie. Wir waren beide durch Ausschnitte irgendwie abgeschreckt, aber dachten uns, irgendwie ist das so ein Klassiker, den man eigentlich kennen müsste. Und ganz ehrlich, ich habe ab und zu mal auf YouTube in Les Miserables reingeguckt, sei es eine Bühnenfassung oder die Filmfassung mit Russell Crowe und Hugh Jackman. Und die Songs waren so gar nicht meins, deswegen habe ich immer wieder mich davon entfernt. Ja, und ich muss zugeben, ich habe, nachdem wir das geguckt haben, was wir dann im Endeffekt geguckt haben, Les Miserables nochmal als Musical mir tatsächlich angeguckt, alleine. Ich habe es nicht durchgehalten. Ich liebe Musical, muss ich dazu sagen. Ich bin ein großer Musical-Fan, aber Les Miserables ist nicht meins. Wenn meine Frau ein Musical nicht durchhält, dann ist das ein schlechtes Zeichen. Und ich meine auch noch eins mit Hugh Jackman, ne? Also, Hugh Jackman, du magst ja auch Hugh Jackman noch so gerne. Den mag ich unheimlich gerne, aber das war nicht meins. Und, Spoiler, Russell Crowe kann nicht singen. Richtig. Stattdessen haben wir jetzt aber eine Empfehlung, was anderes, was man gucken kann, wenn man sich für den Stoff grundsätzlich interessiert. Der eigentlich auch ziemlich spannend ist. Also der Stoff, die Handlung von diesem Miserable, finde ich, ist gar nicht so uninteressant. Nur das wusste ich vorher gar nicht. Wenn man sich für den Stoff interessiert und keinen Wert auf Songs legt, sondern einfach auf gute Schauspieler in einer guten Performance und ein bisschen Zeit mitbringt, dann sollte man sich Les Miserables in der Fassung der BBC angucken. Das ist nämlich eine Miniserie gewesen, die wir tatsächlich auf Amazon Prime im Stream dann auch ein bisschen verbilligt so um den Prime Day rum geschossen haben. Und jetzt haben wir am Anfang des Sommers endlich Zeit gefunden, uns diese Miniserie der BBC anzusehen. Hier füge ich euch mal ein kleines Bildmaterial ein. Ne? Ja, ich glaube, das war's. Jetzt hatte ich genug Zeit dafür. Gut, jetzt kommen wir dazu, was wir darüber denken. Denn das ist eine Version, die definitiv ein bisschen neuer ist und die sich auch an einem anderen wichtigen Punkt von dem Musical unterscheidet. Sie ist nämlich kein Musical. Es wird nicht gesungen. Es wird überhaupt nicht gesungen. Dafür wird sich sehr, sehr viel Zeit für die Charakterentwicklung genommen. Es ist dieselbe Geschichte, sie ist nur wesentlich ausführlicher, man versteht wesentlich besser, wo kommen die Figuren her, wo gehen sie hin, warum tun sie das, was sie tun. Es ist teilweise herzzerreißend, was da abgeht. Es ist eine Dramaserie. Und es ist Miserable. Es ist wirklich gut performt, es ist wirklich gut gespielt. Also alle Beteiligten machen schauspielerisch gesehen einen guten Job. Ich habe mich sehr auch am Anfang in der ersten Folge über die Präsenz von Sir Derek Jacobi gefreut, der eine kleine Rolle hat, aber eine sehr wichtige Rolle, die den Weg des Protagonisten auf Jahrzehnte hinaus bestimmt. Muss man ja der so sagen. Macht das ganz hervorragend. Ich habe mal eine Frage. Ja? Was war für dich, als wir angefangen haben, diese Serie zu gucken, was war für dich der Punkt am Anfang, wo du das Gefühl hattest, ja, das holt mich ab? Wo warst du an Bord, ab welcher Stelle? Da ich Rachegeschichten sehr gerne mag, muss ich sagen, mich hat Javert sehr beeindruckt. Als ich ihn zuerst gesehen habe, gedacht habe, ist das historisch korrekt, der ist jetzt schwarz, passt das? Mhm. Der Schauspieler, der war aber wirklich, wirklich gut.
und hat dieses Getriebene so wahnsinnig gut gespielt, dass das jetzt mein Javert für alle Zeiten ist. Was ich auch schön fand an der Stelle, weil ich wusste eigentlich über Javert auch nur den Namen und dass er halt der Polizist ist, der Valjean, also den Typen... Jean Valjean, sag das mal 10-mal. Und der den Typen, also... Nicht brüllen, wir sind im Garten. Der den Typen von Anfang an verfolgt, obwohl er eigentlich andere Dinge zu tun hat. Und was ich an diesem Javert gut fand, an dieser Variante, gut fand, war, dass er zwar sehr getrieben war und auch durchaus negativ rüberkam an manchen Stellen. Was mir aber gefallen hat, ist, er blieb menschlich nachvollziehbar. Also man konnte ihn irgendwo auch verstehen. Also es ist nicht so, dass der Charakter einem überhaupt nicht sympathisch war und überhaupt unverständlich war. Natürlich, man fühlt mit Jean Valjean, er ist der Protagonist, er ist der große Sympathieträger. Aber auch Javert, finde ich, hatte die Momente, wo man ihn verstehen konnte. Auch Jean Valjean ist nicht eine Schwarz-Weiß-Figur. Der hat auch sehr, sehr viele Schatten, sehr viele Schattierungen, an denen er sich falsch verhält. Also wo man sagen kann, das ist jetzt moralisch ein bisschen problematisch und so weiter. Er macht ja auch Fehler. Der war auch wirklich gut gespielt. Super. Dominic West, ne? Dominic West hat nicht nur die Hauptrolle gespielt, sondern das Ganze auch mitproduziert. Er war also richtig investiert und er macht eine schauspielerische Tour de force in dieser Serie. Muss man einfach sagen. Sehr dramatisch, sehr menschlich, sehr nahbar und auch sehr emotional an den richtigen Stellen. Völlig furchtlos, also... Mhm. Klasse. Wen ich auch richtig, richtig gut fand, war Lily Collins. Vor allem, wenn man sie dann mit der Musical-Version, wo Anne Hathaway das gemacht hat, vergleicht. Lily Collins geht da ein paar Schritte weiter. Ich sage nur Zähne raus. Ne? Ja, also die haben, wirklich, also das Make-up war so gut, dass man wirklich den Eindruck hatte, jetzt sind die Zähne tatsächlich raus. Während das bei Anne Hathaway im Vergleich, die war nicht wirklich raus? So ein bisschen seltsam aussah, dass sie dann, als sie gesungen hat, plötzlich wieder Zähne hatte. Collins hat das wirklich, wirklich gut gemacht. Aber auch tatsächlich finde ich auch besser als Anne Hathaway von den wenigen Schnipseln, die ich gesehen habe. Das liegt aber auch dran, ich habe gleich im Anschluss mir das Musical nochmal reingezogen, dass Anne Hathaways Rolle eigentlich gar nicht so groß ist. Sie ist ja gleich schon im Absturz, während man Lily Collins darin erlebt, wie es ihr erst noch gut geht, wie sie ihr Leben genießt, wie sie ihr Kind kriegt und so weiter und so fort. Das ist natürlich auch der Vorteil so einer Miniserie, die natürlich eine längere Laufzeit hat. Man kann sich mehr Zeit für die Charaktere nehmen. Und was ich sehr, sehr, sehr gut fand, war, dass bei jedem Charakter, der handelt, und das, ich habe vom Musical jetzt nicht alles gesehen, du hast ja mehr von gesehen als ich, aber was ich sehr, sehr gut fand an der Fernsehversion, an der Fernsehserie war, dass jeder Charakter seine Motivation erklärt bekam. Von jedem Charakter hatte man die Hintergrundgeschichte, wo er oder sie herkam und konnte die zu jeder Zeit nachvollziehen. Das hat mir persönlich sehr geholfen, mich in die Story tatsächlich reinzufügen. Jean Valjean. Auf jeden Fall, also wer sich für... Wer ein bisschen Zeit mitbringt und sich für eine Dramaserie, ein Historiendrama interessiert, für den sei diese Serie wärmstens empfohlen. Sie ist nur halt eben traurig. Es ist Les Miserables, wie sagtest du immer? Es ist nicht Die Glücklichen? Nee, es heißt ja nicht Die Glücklichen, heißt Die Miserable. Ja. Und ganz ehrlich, die sollte man sich angucken, wenn man gerade halbwegs gut drauf ist, weil sonst kann einen das schon ein bisschen runterziehen. Aber gut gemacht, sehr empfehlenswert. Ja, auf jeden Fall. Also definitiv. Ich würde es auch empfehlen. Und wenn ihr auf diesen Stoff steht oder sagt, das Musical ist nicht so meins oder einfach oder mal gucken wollt. Auch das Musical ist meins. Oder das aber Musical ich hätte ist gerne meins ein bisschen und ich möchte eine Variation sehen. Oder ich möchte einfach mal sehen, worum es da stofflich geht. Ja, dicke Empfehlung. Ja. Angucken. Auf jeden Fall ein Highlight unseres Sommers. Das zweite ein filmisches Highlight. Das zweite Highlight unseres Sommers. Okay, ich kann jetzt leider die dritte Orwell-Staffel, ich wackel am Tisch, das ist nicht gut. Die dritte Orwell-Staffel, die wir uns im Stream gegönnt haben, die kann ich jetzt leider nicht in die Staffel halten, weil sie noch nicht auf DVD oder Blu-ray ist. Die ersten beiden Staffeln gab es dann auf Blu-ray. Ich habe es mir trotzdem gerne in die Sammlung gestellt, weil wir diese Serie beide lieben. Ich hoffe so sehr, obwohl sie jetzt auch auf Disney Plus lief, dass sie auf Scheibe rauskommt. Ich habe wenig Hoffnung jetzt, wo sie auf Disney Plus ist mit Hulu. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Nichtsdestoweniger, Orwell, dritte Staffel haben wir uns angesehen. Seth MacFarlane kann aber auch so einiges bewegen. Vielleicht dreht er ja noch was, ja dass wir davon noch eine Scheibe kriegen. Ja, ansonsten ich würde mir so gerne die dritte Staffel in unser Regal stellen, denn... Ja. Wir wollen nicht zu sehr spoilern, aber die dritte Orwell-Staffel... Muss man gesehen. Glorios. Ja. Glorios. Es war nicht eine Sekunde, die mir nicht gefallen hat. Eine Sekunde würde ich jetzt ein bisschen übertrieben finden. Aber ein paar Sekunden vielleicht. Es ist eine großartige Fortführung der Geschichte. Es ist das Star Trek, was wir alle haben wollten und ich gekriegt habe. Es ist die Star Trek-Serie, die ich immer wollte, seit dem Ende von Deep Space Nine, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe das schon an vielen Stellen gesagt, aber es ist so passend und...
Man merkt an jeder Stelle, wie viel Herzblut die Macher da reingepumpt haben, wie viel Herzblut Seth MacFarlane da reingepumpt hat, mit welchem Spaß die einzelnen Darsteller am Start sind. In der dritten Staffel hat man das Gefühl, sie sind wirklich kameradenmäßig zusammengewachsen. Das ist ein Ensemble, was sich jetzt super eingespielt hat. Die Wartezeit, und die war ja 3 Jahre lang auf die dritte Staffel, hat sich wirklich, wirklich, wirklich gelohnt. Die Folgen sind ein bisschen weniger an der Zahl, dafür aber wesentlich länger. Keine Folge ist unter einer Stunde. Manche Folgen sind sogar fast Spielfilmlänge. Und das Schöne ist, es sind wirklich knackige, substanzielle, teilweise wirklich auch anspruchsvolle Science-Fiction-Plots. Ohne Wenn und Aber, ohne irgendwelchen deplatzierten Slapstick. Der Humor ergibt sich aus den Situationen, aus den Charakteren. Das ist großartig. Sie haben wirklich ganz, ganz, ganz tolle Storys am Start. Das hat die Serie nicht mehr nötig. Nichtsdestotrotz ist sie auch manchmal einfach witzig. Ich sage nur Sandwich. Ich werde noch mal kurz ein Bild der Orwell dritten Staffel einfügen an der Stelle. Mein Gott, sind wir albern. Okay, gut. Weiter, schnell. Nein, The Orville. Ich habe irgendwo im Netz gelesen, so ungefähr, Orville sollte aufhören, politisch zu sein. Und diese Staffel ist sehr politisch. Sie geht. Und sie machen das großartig. Ja, sie geht in einigen Folgen, ich weiß nicht, wie wir das spoilern sollen, aber es geht halt. Wir wollen jetzt nicht zu sehr spoilern, vielleicht ein paar kleine Sachen, aber wir sollten nicht zu viel spoilern, ja, weil, Leute, das müsst ihr euch selbst ansehen. Also, sie greifen zum Beispiel die Storyline wieder auf mit Bortus und seiner Tochter, die zum Sohn umoperiert wurde. Ein Plot, der seit der ersten Staffel ja in der Serie mitläuft und der jetzt zu einer Weiterführung, zu einer Auflösung gebracht wird, die wirklich großartig war, wo sie wirklich alles vernünftig, also finde ich sowieso großartig in der dritten Staffel, denn die dritte Staffel ist ja Gerüchten zufolge auch die letzte. Ich hoffe ja, dass noch was kommt, aber es ist wahrscheinlich die letzte und es wird wirklich, alle wichtigen Plot-Elemente werden am Schluss zusammengebracht, alle losen Fäden werden expertentechnisch verteut. Mhm. Also es ist ein schöner, schöner, schöner Abschluss, muss ich sagen. Ja, was ich jetzt aber eigentlich sagen wollte, ist, dass sie also diese Geschichte von Bortus Sohn, Schrägstrich Tochter, weiterführen mit allen Konsequenzen und damit auch sehr politisch sind in Bezug auf Geschlechtsidentität und diese ganze Transgender-Sache und das wirklich ethisch hochinteressant diskutieren und Meinung dazu abgeben, also auch nicht irgendwie sich so ausweichen oder das veralbern oder sowas, sondern wirklich ernsthaft sich damit auseinandersetzen. Und ich finde ja nach wie vor auch, dass alle Leute, die sagen, oh, die sollen mal lieber nur ein bisschen Action machen oder ein bisschen was Lustiges, einfach falsch liegen. Denn richtig gute Science-Fiction ist auch immer politisch und ethisch und interessant. Und Action und Witz ist auch drin, aber an den richtigen Stellen. Und es steht immer im Dienste der Story, überlagert die Story nicht. Und wer wie Orwell jetzt in der dritten Staffel immer noch als Parodieserie sieht, der hat seit der zweiten Staffel überhaupt nicht zugeguckt. Also Leute, das ist eine vollwertige, großartige, anspruchsvolle Science-Fiction-Serie mit der richtigen Dosis Action, mit der richtigen Dosis Witz und mit großartigen, anspruchsvollen, zugänglichen, super gespielten Plots. Ja. Und das Titelthema von Bruce Broughton ist ein ewiger Ohrwurm. Ja. Action ist auch noch drin. Die Effekte, das Effektbudget für die dritte Staffel ist durch die Decke gedonnert. Die haben teilweise, also die Folgen sehen einfach großartig aus. Und sie gehen an Themen ran. Noch besser als in Staffel 2, da hatten wir auch schon gute Effekte am Start. Aber ganz ehrlich, in Staffel 3, die haben ein Effektbudget, was wesentlich erhöht worden ist. Und das tut der Sache wirklich gut, weil wir sehen nicht nur Raumschlachten, wir sehen auch wirklich Welten, die wir glauben können. Wir haben Kulissen, die wirklich auch danach aussehen, was sie darstellen sollen. Nichts sieht billig aus, es ist richtig wertig und hat mir wahnsinnig großen Spaß gemacht. Mhm. Auch die Make-up-Effekte und alles, es sieht gut aus. Aber wie gesagt, das Wichtige an jeder Geschichte ist ja eigentlich immer Story, Story, Story und interessante Charaktere. Und das andere ist natürlich nebenordnend. Ist aber auch schön, dass es einfach schön aussieht. Ja. So, und ich glaube, dicke Empfehlung. Dicke Empfehlung ist klar an dieser Stelle. So, wir kommen zum nächsten Film. Das ist auch noch eine Empfehlung. Ja, auf jeden Fall. Der nächste Film, da mache ich mal kurz ein Bild, das ist nämlich von Netflix, Das Seeungeheuer. Oh nee, das war da kurzem angesehen. Ich bin jetzt erstmal beim Seeungeheuer, den großen Knaller heben wir uns für den Schluss auf. Ne? Nein, jetzt kommt erstmal Netflix, das Seeungeheuer, da filme ich mal kurz ein Bild ab. Nein, füge ich mal kurz ein Bild ein, wollte ich sagen. Sind wir schon soweit? Ja. Das ist natürlich ein Bild, was wir, das ist natürlich ein Film, den wir mit unserem Kind geguckt haben. Das ist eine Movie-Seeker-Familiensichtung. The Sea Beast, das Seeungeheuer. Gut, seien wir ehrlich, das Ding ist irgendwie ein wahnsinniger Rip-Off von How to Train Your Dragon. Also Drachenzähmen leicht gemacht auf See.
ja, im Grunde ist es das schon fast. Ne? Also und im Grunde weiß man dann schon alles mit dem Plot. Die Story bringt eigentlich nichts Neues, aber irgendwie ist dieser Film sympathisch und macht Spaß. Aber er hat irgendwie doch sehr viel Spaß gemacht. Also wenn man jetzt was Originelles, Neuartiges sehen will, ist man hier das falsch. Ist es nicht. Wenn man sich einfach nur schön mit seinem Kind unterhalten lassen und eine schön animierte, schön getrickste Story mit ein paar sympathischen Witzen, sympathischen Charakteren und einer zwar bekannten und unoriginellen, aber sehr sympathischen Message auf sich wirken lassen will, dann ist das definitiv eine Möglichkeit. Schöne Sache, kann man machen. Nur man sollte halt nicht was Neues erwarten. Nee, neuartig ist es nicht. Also es ist jetzt deswegen auch nicht die dicke Empfehlung, sondern einfach nur eine Empfehlung, kann man mal gucken. Es hat Spaß gemacht. Mit Kind. Also wenn ihr zum Beispiel jetzt ein Kind habt und ihr wollt mit euch einen schönen, gemütlichen Netflix-Abend machen und habt entweder keine Filmsammlung und keinen Bock, dahin zu gehen, dann ist das eine schöne Sache und der macht auch Spaß. Vor allem, wenn man How to Train Your Dragon jetzt schon in- und auswendig kennt, ist das eine schöne Ergänzung. Und nachdem wir beide jetzt über Sea Beast, das Seeungeheuer auf Netflix, ein bisschen was erzählt haben, wollen wir natürlich auch noch die Dritten im Bunde kurz zu Wort kommen lassen, nämlich Movieseeker Junior, der mal kurz sein Statement zu diesem Film abgibt. Das Seeungeheuer, das Sea Beast. Was fandest du davon? Was ich gut fand? Ja, was du sagst. Ich fand's gut. Warum? Weil es ist an Drachenziehen angelegt, aber ich mag ja sowieso Drachenziehen. Nur mit Seeungeheuern eben. Und wobei es also nicht um Drachen geht, ne? Es geht um Seeungeheuer. Mhm. Ist nicht dieselbe Welt? Ja. So eine Fantasy-Welt? Ich fand's, mit Seeungeheuern? Ich fand's cool, dass die Könige Oberbösewicht waren. Ja, sag ruhig. Ja, dass die Könige der Oberbösewicht waren. Du sollst lauter reden. Seufz. Was? Ja, das war schön laut. Super. Okay. Das war deine was war deine Lieblingsfigur? Meine Lieblingsfigur? Mhm. Hab ich gerade noch gar nicht gemacht. Und was war dein Lieblingsseeungeheuer? Das Rote. Das große Rote. Das große Rote, natürlich. Wo das kleine Blaue war auch niedlich. Mhm. War auch niedlich. Und der Film nahm sich nicht so ganz ernst. Aber es war ein schönes Seherlebnis für uns, trotz der Unoriginalität. Pun intended. Seherlebnis. Okay, das war's von meinem Sohn, Movieseeker Junior. Wir haben das jetzt in Deutsch geguckt, weil wir es mit Kind geguckt haben. Interessant wäre vielleicht noch für die Leute, die es in Englisch gucken wollen, da eine der Hauptfiguren wird von Carl Urban gesprochen. Richtig. Also wenn ihr es auf Englisch gucken wollt, was mit seinem Kind wahrscheinlich kaum jemand macht, aber... Nein, aber wenn man das vielleicht so gucken möchte als Erwachsener. Wir haben doch auch Kinderfilme geguckt, natürlich, als wir noch kein Kind hatten. Nun sei doch mal ehrlich. Ich habe How to Train a Dragon ja auch noch mal im englischen Original für mich geguckt. Wir waren auch immer in Freizeitparks ohne Kind. Bevor wir eins hatten. Awkward. So, aber wo wir jetzt dabei sind mit Sprachen und Ähnliches, wollten wir noch mal Sandman dazwischen schieben. Wir haben den vom Sandman gelesen, die englische Version, wir haben sie auf Englisch geguckt, ist wesentlich empfehlenswerter als die deutsche, weil es wir haben uns dann den deutschen Trailer angesehen, die deutsche Synchronisation ist wirklich nicht doll, reißt keine Bäume aus. Wenn ihr irgendwie könnt und euch Sandman angucken wollt, nach unserem Rezensionsvideo oder einfach generell, weil ihr den auf dem Schirm habt, dann bitte, bitte nehmt die englische Fassung, schaltet euch notfalls deutsche Untertitel dazu, aber nehmt Abstand von der deutschen Synchro. Die ist wohl nicht so gelungen. Aber in dem Zusammenhang können wir gleich sagen, es kam ja noch eine Bonusfolge raus. Genau. A Dream of 1000 Cats, also ein Traum von 1000 Katzen und Calliope, also Calliope, eine Doppelfolge, die eine Stunde lang geht mit zwei etwa halbstündigen Episoden. Die haben wir uns gestern Abend noch eben reingezogen. Das wird jetzt also ein kleiner Nachtrag für unsere Sommer-Highlights zur Sandman-Bonusfolge. Ich war ja begeistert von der Hälfte der Folge, also etwas unter der Hälfte, Dream of a Thousand Cats. Die war animiert. Und ich fand diesen Zeichenstil richtig schön. Es war ein richtig schöner Zeichenstil, der auch die Bilder aus den Comics, das ist ja auch wieder aus dem dritten Band von Sandman, ist das hier raus entnommen. A Dream of a Thousand Cats, ein Traum von 1000 Katzen, genau wie Calliope. Das ist wirklich großartig animiert worden und sieht unheimlich atmosphärisch aus. Ich habe mich da ernsthaft gefragt, ob ich die Serie nicht ganz generell lieber animiert gesehen hätte. Also wenn ich überlege, was sie teilweise doch für aufwendiger, manchmal auch etwas billigere Shots hatten. Dieser Animationsstil hätte auch der Serie generell gut getan. Ich hätte mir die Serie auch als Animationsserie angeguckt. Mhm. Aber wie gesagt, eine sehr schöne Abwechslung und eine tolle, stimmungsvolle Episode, wie ich finde. Ja. Die zweite Hälfte oder das zweite?
zwei Drittel der Folge sind in Calliope. Ja, aber etwa die zweite Hälfte, würde ich sagen. Ne? Halb etwa. Egal, ja, ist egal. Okay. Auf jeden Fall, das war auch interessant, dramatisch und vom Stil her wieder, obwohl es eigentlich auch um eine unterliegende Liebesgeschichte auch durchaus ging. Also es ging doch ein bisschen, also nicht so soapig. Ich hatte ja, meine Kritik war ja hauptsächlich an der Serie, dass sie mir zu soapig war, aber ich fand diese Folge jetzt einfach, die war perfekt, die war gut. Es ging um einen glücklosen Schriftsteller, der halt sich Ideen holen will und dabei einen sehr zweifelhaften Handel eingeht mit einem älteren, erfolgreichen Schriftsteller, dargestellt schon wieder von Sir Derek Jacobi. Der macht momentan viel. Ist so. Offensichtlich ist gut unterwegs, der alte Mann, der ist aber noch nicht müde, der macht weiter. Und ja, auch diese Episode war sehr schön, denn sie war auch wieder gut gespielt, sie war auch wieder atmosphärisch inszeniert und sie setzt den Comicplot auch wieder gut um, finde ich. Also ist sehr nah am Comic von der Story her. Ich möchte hier nicht spoilern, ich möchte euch diese Bonusfolge bestehend aus diesen beiden Sachen, möchte ich nicht nur ich, sondern wir möchten euch die sehr ans Herz legen, denn das ist das hat auch wirklich meine Erwartung jetzt auch geweckt für die zweite Sandman-Staffel, denn wenn das tonal ist, der Weg, den wir jetzt beschreiten, da muss ich sagen, freue ich mich sehr auf die zweite Staffel, nachdem ja sowohl der erste Comic, Preludes and Nocturnes, als auch die erste Staffel stellenweise ein bisschen unrund war, was natürlich vielleicht auch der Geschichte geschuldet ist, wo Neil Gaiman auch so ein bisschen Try and Error teilweise hatte, muss ich sagen, wenn das ein Indikator ist für das, was noch kommt, diese Bonusfolge, dann freue ich mich sehr, sehr auf die zweite Sandman-Staffel. Wo wir gerade schon bei ästhetisch interessanten Sachen sind, mache ich mal einen Schwank rüber zu Tim Burton und Konsorten. Die haben nämlich heute gerade noch was wiederentdeckt, was wir irgendwie aus den Augen verloren hatten. Ach ja, richtig. Ja, und zwar mal kurz, eine Doku-Serie, die wir jetzt noch nicht komplett gesehen haben, aber da das Einzelfolgen sind, kann man sich da auch mal das ein oder andere rausschnappen. Und zwar gibt es diese Serie The Toys That Made Us. Mhm. Und es gibt auch The Films That Made Us. Genau, und da gibt es, da haben wir uns jetzt... Auf Netflix. Da haben wir uns jetzt noch die Folge angeguckt zu den Toys, war Mein kleines Pony. Und, die He-Man-Folge und die Star-Wars-Folge haben wir schon gesehen, deswegen. Und dann haben wir... Ich füge mal kurz ein Bild von dem Titelbild an, von Toys und Films That Made Us. So, das dazu. Und bei den Filmen hatten wir entdeckt, da hatten wir noch eine Folge nicht geguckt über Nightmare Before Christmas. Und Zurück in die Zukunft. Und Zurück in die Zukunft. Zwei wirklich toll gemachte Dokus über die Macher dieses Films, wo ich dachte, ich weiß eigentlich schon alles über die Filme, Pustekuchen. Ich habe tatsächlich auch noch einige Sachen gelernt, die ich nicht wusste und es war sehr unterhaltsam. Und wenn ihr euch für Filme und Making-of und Bonusmaterial auf irgendwelchen DVDs und Blu-rays interessiert, dann ist das eine tolle Dokuserie, die ich euch sehr ans Herz legen möchte, die auch wirklich schön und schmissig und unheimlich spaßig und abwechslungsreich inszeniert ist. Also sehr große Empfehlung. In dem Zusammenhang, weil wir gerade bei Tim Burton und Night Before Christmas waren. Wir haben neulich auf Netflix den neuen Wednesday-Trailer gesehen. Oh, ja. Für die Tim Burton-Fernsehserie. Und der sah schon mal sehr vielversprechend aus. Ich bin sehr gespannt. Catherine Zeta-Jones als Morticia muss ich mich, glaube ich, ein bisschen dran gewöhnen. Louis Guzman als Gomez ist, glaube ich, soweit okay. Aber ich fand auch die Darstellerin der Wednesday hat einen guten Eindruck auf mich gemacht. Der Trailer war schön böse und schön düster versponnen. Ich glaube, Gwendolyn Christie, die jetzt ja wieder mitspielt, hat jetzt vielleicht diesmal auch wieder ein bisschen was Gutes zu tun. Das wäre ihr natürlich zu wünschen. Der Trailer sah sehr gut aus. Ich freue mich sehr darauf. Die erste Fernsehserie, die Tim Burton macht, da bin ich ja voll am Start. Wen spielt sie? Ich glaube, sie spielt die Leiterin der Akademie, an der Wednesday studiert. Okay. Also ich habe jetzt keinen Namen, aber das kommt doch. Die erste Fernsehserie, die Tim Burton macht, ich bin sehr, sehr gespannt. Und ich will ja demnächst auch mal ein Tim Burton-Video machen. Leute, seid mir nicht böse, wenn ich warte, bis ich in diese Serie reingucken konnte. Das wird dann so ein bisschen wahrscheinlich mein Aufhänger für mein Tim Burton-Video. Die starte ich auch so um Halloween rum, also insofern passt das super. Und bis dahin müsste ich auch soweit sein, dass ich mal mein Tim Burton-Video abliefern kann. Setz dir selber keine Deadline. Vielleicht wird es auch Weihnachten. Oder Silvester. Oder nächstes Jahr. Ich weiß es nicht. Nächstes Jahr Halloween. Leute, es kommt. Irgendwann kommt es. Wenn es fertig ist. Okay. Also wir haben ziemlich viel auf Netflix rumgeräubert. Ja, wir haben aber auch jetzt endlich mal gesagt, habt ihr nur gestreamt? Was seid ihr denn für Filmsammler? Also, na, ich bin ja sowieso keiner, du bist der aber Sammler. Und wir haben jetzt am Schluss uns eine Sache aufgehoben, die ich letzte Woche schon erwähnt habe, wo ich gesagt habe, das rezensiere ich an anderer Stelle mal. Nämlich mit meiner Frau zusammen, auf jeden Fall. Denn das ist auch heute der physische Vertreter und es ist ein Film wie Donnerhall, der uns beiden unglaublich viel Spaß gemacht und unglaublich gefallen hat. Es ist nichts Geringeres hier als das 4K Mediabook Kavum von Everything, Everywhere, All at Once.
Das ist ein großartiger Film. Der ist großartig. Er ist nicht ganz perfekt. Wir hatten irgendwann mal so diese Bewertung angefangen, Filme von 0 bis 15 Punkten zu bewerten. Ja. Das wäre eine 13, um das mal so ein bisschen einzuordnen. Also ja, an einigen Stellen ist er ein bisschen zu lang geraten. Aber ansonsten ist dieser Film großartig, wenn man ein bisschen verrückt mag. Denn der ist von den Daniels. Genau, die auch Swiss Army Man gemacht haben. Das sind zwei Filmemacher, Daniel Kwan und Daniel habe ich vergessen, die beide Daniel heißen und zusammen Filme drehen. Die haben auch schon Swiss Army Man gemacht, den wir auch schon großartig fanden. Everything, Everywhere, All at Once ist aber nochmal eine Schippe drauf. Ne? Also das ist der Wahnsinn. Ich finde die vergleichbar gut. Hm. Also ich meine, vom Aufwand her eine Schippe drauf. Denn allein das Ding zu schneiden muss ein Albtraum gewesen sein. Aber es sieht großartig aus. Also diesen Film zu spoilern, wäre grausam für alle Leute, die den Film noch ansehen wollen. Wenn ihr den Film schon kennt, wisst ihr, warum ich das sage. Und wenn ihr den Film noch nicht kennt, warum hört ihr unserem Gelaber zu? Warum guckt ihr ihn nicht einfach? Ja. Wir werden das jetzt möglichst nicht spoilern, denn das können wir nicht tun. Das geht einfach nicht. Aber jeder Film, aber es ist großartig. Jeder Film, der sich jemals mit Multiversen auseinandergesetzt hat, sollte sich eine Schippe abschneiden bei dem, was dieser Film macht. Das ist wirklich verrückt und durcheinander und sonst was. Ganz kurz noch ein kleines bisschen Eigenwerbung. Wer jetzt dieses 4K Media Book genau unter die Lupe nehmen will, der guckt bitte noch mal rein in mein Pick-up-Video von letzter Woche, denn dort habe ich dieses Mediabook ein bisschen ausführlicher vorgestellt. Machen wir jetzt nicht. Wir reden jetzt tatsächlich über unsere Gedanken zum Film, was ich letzte Woche nicht gemacht habe, was wir diese Woche machen. Ach ja, die Zuschauerbindung. Ein kapriziöses Ding. Okay, machen wir weiter. Ja. Also Michelle Yeoh in der Rolle, spricht man sie überhaupt so? Ich weiß es nicht. Ja. Michelle Yeoh hat wirklich eine großartige Performance abgeliefert und man merkt ja an, dass sie in den Film total emotional investiert ist. Total. Und über wen ich mich wahnsinnig gefreut habe als altes 80s-Kid ist natürlich Ke Huy Quan. Ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche, aber das ist natürlich unser aller Short Round aus Indiana Jones und der Tempel des Todes und natürlich auch Data aus Die Goonies. Ein Kid, das mich seit den 80ern in diesen beiden Filmen begleitet hat, der seitdem auch nichts mehr gedreht hat. Also und keine, das erste, keine Filme. Er hat keine Filme. In Serien hat er durchaus gedreht. In Serien schon, aber der nächste Film, den er gedreht hat nach Goonies, war tatsächlich dieser hier. Und was für ein schöner Einstieg wieder ins Filmbusiness. Er spielt nämlich den Ehemann des Michelle Yeoh-Charakters. Und ich muss wirklich sagen, er ist einfach nur zum Liebhaben. Er ist großartig. Ich hätte den ganzen Film gesagt, ach Leute, Kumpel, lass uns einen Tee trinken, lass uns über die Ungerechtigkeiten der Welt reden, alles wird gut. Er ist so sympathisch in dem Film. Auch großartig, Jamie Lee Curtis. Furchtlos. Jamie Lee Curtis hat ja offensichtlich sich da voll eingebracht in den Film. Also, was ich sehr schön fand, was auch im Mediabook steht, die Daniels haben tatsächlich auch wirklich sich bemüht, eine freundliche und angenehme Atmosphäre an den Set zu bringen. Und ich finde, das merkt man den Performances auch an. Das ist wirklich schön geworden. Und da muss man natürlich auch mal über den Elefant im Raum reden an dieser Stelle. Denn dieser Film verhandelt das Multiversenthema, genau wie Doctor Strange in The Multiverse of Madness. Und der wird an allen Orten, in allen Kritiken oder in ganz vielen Kritiken, wird er mit diesem Film verglichen. Ich weiß nicht, sollen wir den Vergleich auch ziehen? Oder sollen wir sagen, wir sehen den Film isoliert als das, was er ist? Weil es wird an ganz vielen Stellen gesagt, dass dieser Film eigentlich derjenige ist, der sich dem Multiversen, der Multiversen-Thematik richtig nähert und Strange macht das falsch. Nicht meine Worte, Worte der Kritik. Ich persönlich sehe das etwas anders, aber wie siehst du das? Ich kann dazu nicht sagen, weil ich Dr. Strange immer noch nicht gesehen habe. Ach ja. Ups. Man möge mich erschießen, aber es hat mich ehrlich gesagt nicht interessiert. Dann lass mich das kurz verhandeln, weil ich möchte da jetzt nicht zu viel Zeit drauf verwenden, diese beiden Filme miteinander zu vergleichen, weil irgendwie ist das auch unfair. Das eine ist eine Multimillionen-Dollar-Geschichte von Marvel und Disney, die so richtig klotzt, was das Budget angeht. Und das andere ist ein fast Independent-Projekt sozusagen, ein mit ganz viel Herzblut gedrehter kleiner Film, wo ganz viele Leute ganz viel investiert haben, emotional auch. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass in Doctor Strange nichts emotional investiert wurde. Aber dieser Film hat Herz und Mut und Ekel. Ja, und der Doctor Strange-Film, ich habe das ja auch in meiner einen Kritik gesagt, ich habe tatsächlich bei der zweiten Sichtung, die ich im Heimkino in 3D gemacht habe, Doctor Strange 2 ein bisschen wieder mehr ans Herz schließen können. Ich konnte mich mehr auf den reinen Unterhaltungswert des Films konzentrieren und darauf, dass er wirklich auch einfach Spaß macht. Aber wenn wir jetzt nur die Multiversen-Thematik nehmen und alles andere mal ausblenden, Schauspielleistung, Plot, Szenario, was weiß ich, alles rausnehmen, wirklich nur das Multiversum, muss ich auch zugeben, dass, was die Verrücktheit des Multiversums angeht, diese Verdrehtheit, das macht dieser Film besser. Ich muss es zugeben. Das heißt nicht, dass Doctor Strange in the Multiverse of Madness jetzt plötzlich ein schlechter Film ist. Es ist ein unglaublich unterhaltsamer, spaßiger Film. Aber was die Multiversen-Thematik und den Mut angeht, sich dieser Sache zu nähern,
macht das dieser Film besser. Und ich bin jetzt einfach mal derjenige, der das nochmal sagt. Und das ist auch alles, was ich zum Thema sagen wollte. So, und jetzt kommen wir wieder zum Film. Ich glaube, alles andere sollte man lieber nicht sagen, weil man den Film tatsächlich, ohne zu viel zu wissen, tatsächlich selber sehen muss. Er wechselt zwischendurch die Stimmung, das Tempo und alles. Und inhaltlich würde ich wirklich sagen, lass uns lieber einfach nur sagen, dieser Film, den muss man gesehen haben. Und vielleicht machen wir irgendwann nochmal was dazu inhaltlich. Ja, also, dass wir ihn empfehlen können, dass wir ihn empfehlen müssen, ist ganz klar. Mhm. Und ich möchte noch eine Sache loswerden, die ich im Pickup-Video kurz angeteased habe. Mhm. Ich muss das einfach nochmal sagen, denn das ist kein Spoiler, aber die Botschaft dieses Films. Mhm. Die Botschaft dieses Films ist eine Botschaft, die mir nicht nur sehr sympathisch ist, sondern die mir in meinem Leben auch wichtig ist. Mhm. Das ist tatsächlich auch etwas, nach dem ich zu leben versuche, mit wechselndem Erfolg. Denn es geht darum, Güte. Güte und Freundlichkeit im Chaos trotz Videoumstände. Und wenn man sich mal unser Leben und unseren Alltag heute so ansieht, was alles in der Welt passiert, finde ich, ist diese Botschaft wichtiger denn je. Seid freundlich zueinander, habt Güte, versucht den anderen zu verstehen. Haut nicht immer nur drauf, ob verbal oder körperlich, sondern das gilt ja auch fürs Internet, das gilt für unser Zusammenleben. Seid freundlich, seid gütig, versucht den anderen zu verstehen, auch wenn es manchmal schwerfällt. Packt nicht immer gleich die grobe Keule aus, sondern nähert euch der Sache etwas ruhiger. Und das ist etwas, was dieser Film transportiert. Und allein schon dafür liebe ich ihn. Ja, das muss gesagt werden an der Stelle. Das muss dich einfach loswerden. Das kann man auch als Stein. Oh ja, großartige Szene. Da wollen wir es nicht spoilern, aber jetzt liebe ich Steine. Das ist das, was tatsächlich dann als Hope Fantasy bezeichnet wird. Hope Punk sogar, ne? Ja. Also es ist tatsächlich ein Subgenre, da fällt mir ein, völlig unrelated, aber Daryl von The Walking Dead, Norman Reedus, hat sich zusammengetan mit der Jim Henson Company und mit Brian und Randy Froud und entwickelt mit denen eine Fantasy-TV-Serie, die in einem urbanen Setting stattfinden soll, Puppen und Kreaturen beinhalten soll, die halt von Froud, von den Frouds und von Norman Reedus entwickelt werden, was ich total cool finde. Und das Ganze soll nach eigener Aussage von Lisa Hansen Hope Punk sein. Ja. Und wenn ihr wissen wollt, was ist Hope Punk, guckt euch diesen Film an. Das ist Hope Punk. Es ist tatsächlich ein literarisches, filmisches Subgenre, was ich nicht auf dem Schirm hatte, was ich tatsächlich googeln musste. Aber wenn ihr wissen wollt, was Hope Punk ist, guckt euch diesen Film an. Und ich freue mich sehr auf diese Serie, aber ich liebe diesen Film. Und Hope Punk ist, glaube ich, genau mein Ding. Das ist nämlich die Utopie einer Gesellschaft, in der die Leute einfach mal zur Abwechslung nett zueinander sind. Großartig. Darauf einen Bagel. Hail the Bagel. Okay, nein. Nein, wir wollen nicht spoilern. Jetzt ist gut. So, Leute, und das ist es jetzt gewesen zu Everything Everywhere All at Once. Und das beendet auch unser kleines Sommer-Highlight-Video. Oder habe ich irgendwas vergessen? Ich denke, all das waren die Highlights. Das waren die Highlights. Wir haben tatsächlich noch ein bisschen was anderes geguckt. Wir haben noch ein bisschen was anderes geguckt. Wir wollten euch ja nur die Sachen vorstellen, die richtig cool waren, die uns richtig mitgenommen haben. Und deswegen ist das ein positives Video im Sinne von Hope Punk, im Sinne von, wir wollen was Schönes erzählen. Und bevor jetzt gleich das Licht weg ist, denn ihr merkt schon, wir drehen im Spätsommer, das Wetter ist nicht mehr ganz so großartig, aber man kann uns noch sehen, beenden wir jetzt dieses Video an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dran. Schreibt uns bitte in die Kommentare, ob euch das gefallen hat, ob euch diese Titel gefallen haben. Ob ihr jetzt plant, irgendwas davon nachzuholen oder schon was gesehen habt, dann schreibt gerne eure Meinung dazu. Ich kann mir auch vorstellen, dass es genug Leute gibt da draußen, die Everything Everywhere All at Once einfach nur doof finden. Es ist schon verrückt, man muss das schon mögen. Nennt mir auch da eure Gründe. Auch Geschmäcker gerne. Sind ja glücklicherweise verschieden, man kann ja diskutieren. Auf jeden Fall soll es das jetzt gewesen sein. Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Danke für die Aufmerksamkeit. Wir verabschieden uns natürlich mit einem nicht mehr ganz so sonnigen, aber spätsommerlichen Keep seeking.